Scholz, erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2 eigentlich? Wissen Sie noch, was das ist? Kannst du für mich da die Leute vorlassen? Ich wollte nur ein, zwei Fragen stellen. Herr Scholz, erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2 eigentlich? Wie hat das der Herr Biden gemeint, dass er sich darum kümmern wird, dass das nie in Gang gesetzt wird? Wie kann der das wohl gemeint haben, Herr Scholz? Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2? Warum sagen Sie nicht, wer Nord Stream gesprengt hat, Herr Scholz? Warum sagen Sie nicht, wer Nord Stream gesprengt hat, Herr Scholz? Ha? Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2? Erinnern Sie sich noch an Nord Stream 2, Herr Scholz? Bilder zu machen, nicht um rumzublöden. Aus hier, aus hier. Aha. Ja, der kommt nicht hierher, der ist nicht von uns. Der kann nicht auf falschen Leder schieben. Ach so, und deswegen darf er mich schlagen, weil ich nicht aus falschen See bin, ja, oder was? Das liegt hier. Ja, Sie haben mich geschubst. Ja, ich habe Sie weggeschoben. Ja. Wir wollten ihn sprechen hören und nicht Ihre. Ja, ich wollte ihm halt mal eine Frage stellen. Wer hat denn Nord Stream 2 gesprengt? Ja, machen Sie ruhig ein Foto. Gerne, gerne, gerne. Können Sie damit machen, was Sie wollen. Stellen Sie sich auf den Schlafzimmerstich. Aber wir sind hier zu Hause. Ja. Ach so. So ein dummes Gespräch von dir, das willst du als Frage stellen. Ja, was ist mit Nord Stream 2? Wer hat das in die Luft gesprengt? Du bist ein richtiger Dummschwätzer. Wer hat das in die Luft gesprengt, möchte ich sehen. Mit deiner, hol deine fünf Leute, mit denen wurde da rumbrillt. Du schon weißt, gut. Ich würde sagen, dass wir ungefähr die Hälfte des Saals bestellt haben. Ja, das auch in die Ostsee und gucken. Macht euer Foto und seid glücklich. Und dann ist alles gut, ne? Die Russen waren es. Die Amis haben das Ding in die Luft gesprengt und ihr wisst es alle, aber keiner sagt es. Wenn ihr aus dem Blut.